you ain't going rough enough. Heidi ho und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Birth of Fire 3. Im letzten Part sind wir los stehen geblieben. Im letzten Part haben wir ja versucht, mit unserem Schiff über das zweite Meer zu fahren, das was leider nicht funktioniert hat. Und dann würde ich sagen, suchen wir in Einöd, also wo wir jetzt gerade sein, noch den legendären Seemann. Wenn ich mich nicht ganz täusche, beziehungsweise nach meiner Erfahrung mit dem Spiel müsste der rum sein, und zwar der Bürgermeister. Hä? Legendärer Seemann? Wenn ich die Story nochmals erzähle, gebt ihr mir noch mehr von diesem ekligen Fisch was? Nö. Wenn es hier nur Fisch zu essen gibt, nun, dann bleibe ich hier sitzen und verhungere eben. Streut meine Arsch in den Makeos-Fluss, wenn ich tot bin. Gibt es nichts, was ihn etwas aufheitern könnte? Ja, das ist jetzt natürlich wieder so ein Teil der Story, was ich nicht verstehe. Jetzt müssen wir natürlich drei Sachen suchen. Und zwar erstens ein Reis, noch ein, glaube ich, Schnittlauch oder so etwas ähnliches und noch Essig. Ja, ich werde jetzt einen kleinen Cut machen. Bis ich das erste Teil holen, oder beziehungsweise bevor wir zum ersten Teil sein, einen kleinen Cut machen, also bis gleich. So, und die erste Zutat bekämen wir da unten, und zwar bei dem Baum da, und zwar Reis. Okay, anscheinend müsste ich echt in das Haus eingehen. Was ich jetzt ein bisschen blöd finde, aber ja. Aus zwei Gründen habe ich mein Studio hier gebaut, okay? Erstens, weil es so ruhig hier ist. Und zweitens, weil das Shisus so köstlich ist, okay? Okay. Shisus ist eine seltene Delikatesse außerhalb von Marquias. Auch wir mögen es sehr oft. Es wird hergestellt, indem wir die Samen dieses Reisbaums mit Essig zusammen zu einem kleinen Ball kneten. Dann kommt ein wenig Meerrettich, okay, hinzu und schließlich kommt oben drauf ein saftiger, frischer Scheibe einer Makrele. Ihr wollt wissen, wie man eine Chisur erstellt? Ihr wollt einen Fischfeind von Fisch überzeugen? Nun, das ist schließlich genau das Richtige. Es ist wirklich gut, man merkt es kaum, dass man Fisch isst. Okay, ich zeige euch, wie man das herstellt. Zunächst einmal, man legt die Makrele oben auf einen Reis und dann, man zuvor in Essig eingelegt hat, dazu etwas Meerrettich und dann alles zusammendrücken. Ach ja. Ach. Ja, komm. Das will ich jetzt gerade nicht wissen, das ist jetzt leider versehentlich geklickt so. Kommt zurück, wenn ihr alles habt. Bla bla bla. So. Es sollte blöd, dass man extra die umreden muss, leider, dass man nur den Samen bekommt. Ich glaube, bei ungefähr 7 Mal müssen wir das machen, dass man ungefähr 3 Sets Reis hat. Oder ein Raubbar. So, jetzt schauen wir ganz kurz noch, wie viel wir schon haben. Ja, 72 geht wohl. So. Ja, das funktioniert bestimmt, weil wieso ich jetzt gar wieder drin haben. Ja, dummerweise brauchen wir jetzt ja gar wieder in der Truppe für den Essig. Den was mir leider an einer bestimmten Stelle bekommen. Und zwar beim Kaffee. Und da gar unser stärkster Krieger ist, also mit Namukis und bla bla bla,
Müsstest du den Weg leider in die Gruppe eintüren. So, na okay. Ich finde es ein bisschen blöd gemacht, aber ja. Ist jedem das eine. So. Und zwar ein Essig bekommen wir hier. Sag mal, ihr seht recht kräftig aus. Könntet ihr mir einen Moment helfen? Ich muss aus dem Brunnen hier etwas Wasser holen. Okay, ich sage euch, wie es funktioniert. Hört also gut zu, ja? Als Kind hat eventuell die Musik ein bisschen lauter sein, weil ihr das bei den Buchsen ein bisschen lauter stellen müsst, und weil schon das Wasser nicht her. So, ihr lasst das Seil hinab, indem ihr die Taste Dreieck drückt. Ja, ja. Wenn der Eimer am Ende des Seils aufs Wasser trifft, hört ihr ein Platschgeräusch. Zum Beispiel, was man jetzt gerade gehört hat, müsst ihr sofort das Seil festhalten und merkt euch auf jeden Fall, wie oft ihr die Taste gedrückt habt, ja? Benutzt dann die Richtungstaste, um den Eimer hin und her zu bewegen und ihn Wasser zu tauchen. Bewegt ihn, bis ihr hört, dass sich der Eimer sich füllt. Wenn er einmal gefüllt ist, zieht er ihn mit der X-Taste hoch. Ihr müsst die X-Taste genauso oft drücken, wie die Taste Dreieck gedrückt wurde. Und so schöpfen wir Wasser, klar? Ja, ja, komm. Ja, komm, bla bla. Das ist alles. Sollte ich es jetzt nicht schaffen, werde ich natürlich einen Cut machen. Ja, also wie gesagt, werde ich jetzt einen kleinen Cut machen, also bis gleich. So, da haben wir es endlich geschafft. Noch beim zweiten Mal hat es noch funktioniert und ja. Vielen Dank. Dank euch konnte ich endlich das Wasser hochziehen. Es ist zwar nicht viel, aber nehmt etwas Essig. Du hast Essig. Ja, ja, komm. Na wirklich, so gesehen finde ich die Aufgabe ein bisschen bekloppt. Aber ja, wie gesagt, ist jedem selbst überlassen, wie er darüber denkt. So. Und das Bildstück kommt erst noch. So. Und zwar, jetzt müssen wir uns den, nicht den Fisch holen, sondern, obwohl, klingt man sein, jetzt ein klar. Und zwar da. Angelplatz. So. Wie geht's nochmal? Naja. Ausrüsten, Luxusroute und was nehmen wir denn? Mal schauen. Also unser Ziel ist natürlich, da jetzt eine Makrele zu fangen. Ah, es wird kaum ein Krieger sein. Glaube ich halt einmal. Ist natürlich vom Spiel zum Real natürlich ein großer Unterschied.
Du bleibst hier noch. Ein Igelfisch, naja. So. Vielleicht bist du's, was wir brauchen. Ja, schaut schon mal einen besseren Fisch aus. Nein, nein. Schön da geblieben. Bleibst du da, du Scheißfisch. Kim. Sei brav, Kim. Ja, Makrele. So. Also jetzt haben wir einen Fisch, den Reis, den Essig. Jetzt brauchen wir noch leider das komische Ding noch. Die komische Pflanze, da muss man da ja wieder extra noch dahinter gehen muss. So gesehen könnt ihr jetzt eigentlich wieder die normale Gruppe einhantieren. Und zwar aus Momo und Nina. So. Mitstreiter wechseln. So. So gesehen finde ich die Quest jetzt da wirklich überflüssig, aber ja. Ach ja. Ach egal. Machen wir es halt schnell. Bei mir sollten wir jetzt durch den Ding gehen. Durch den Berg. Aber ja, egal. Die Kämpfe werde ich jetzt natürlich extra zu Fleister auslassen. Das kostet alles der Zeit. Übrigens werde ich jetzt die Folge ein bisschen überzeugen, weil ich kaum Bock habe, jetzt wieder extra zu cutten. Aber man hätte schon fast bei der 15-Minuten-Grenze sein. So, nachgehen. Es war ein bisschen erbärmlich, jedes Mal zu flüchten, aber ja. Okay. Und zwar bekommen wir das letzte Item, da wo wir den Werttiger zum ersten Mal gesehen haben. Und zwar da. Natürlich einmal Ding, Kim. Auf der Oberstraße. Genau an der Stelle, dort bekommt man die letzte Zutat für das komische Gericht da. Ach, okay. Natürlich wieder mal da, daneben. Mhm. Danke fürs Aufladen. So, das war das. Erfahrungspunkte. So. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, Verzeihung, da hat es gerade die Stimme wieder mal sich verabschiedet. Ja, ja. Na, kommt ihr weiter. So. Wenn ich mich nicht ganz täusche, haben wir das komische Kraut da hinten. Entweder unten oder oben. Na, unten. Hab's gerade gesehen.
So. Ja, ich weiß, wir sind schon längst über 15 Minuten drüber. Aber damit ihr es auch gerade seht, welches gerade ich mein, ist das gerade da. Du fandest mehr Rettich. So. Ich werde bis zum nächsten Mal ein bisschen mehr Rettich sammeln. Die Makrele haben wir ja schon. Und dann sehen wir uns kurz vom Bürgermeister wieder. Und ich wünsche euch bis dahin wie immer viel Spaß.